Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video von Unsere Farben des Lebens. Wir sind mit der Möwe an den Holzöstersee gefahren, um Ullis Geburtstag zu feiern. Und zur Feier des Tages wollte ich unser neues Mikrofon ausprobieren. Ich habe das Mikro auf die Kamera gesteckt, eingestöpselt, aber nicht eingeschaltet. Und somit sind die folgenden Aufnahmen leider ohne Ton. Auf dein Wohl, Uli, und alles Gute zum Geburtstag. Na dann, Prost! Uli hat uns zu Hause ein paar Wraps gezaubert und mit diesem herrlichen Blick picknicken wir jetzt gemütlich. Buon Appetito! Den Magen gefüllt mit leckeren Wraps, machen wir uns auf zum Spaziergang, bringen vorher noch schnell die Sachen in die Möwe und starten unsere Runde um den See. Der Holzöstersee gilt als wärmster Moorsee des Landes Oberösterreich. Eingebettet in einen landschaftlich reizvollen Kessel wird der See an der Westseite vom Frankinger Moor begrenzt, durch das ein Bretterweg führt. Seit Februar 2011 verfügt die Gemeinde über diesen Moorlehrpfad, der ungefähr 1,8 Kilometer lang ist, und entlang des Weges über Hinweistafeln Informationen über die moortypischen Pflanzen und Tiere Auskunft gibt. Boah! Wir sind schon einige Male hier spazieren gewesen, haben es aber noch nie so trocken hier angetroffen, wie es aktuell zu sehen ist. Dieser Moorwald schafft eine ganz eigene Atmosphäre. Er hat irgendwas Uriges an sich, diese knöchrigen Bäume, dann die Vögel dazu. Es ist so eine absolute Ruhe hier. Das Licht- und Schattenspiel zwischen Sonne und Bäumen schafft einfach eine Atmosphäre und eine Umgebung, die wir total genießen. Thank you.
Nach etwa einem Drittel der Gesamtumrundung des Sees hat man wieder festen Boden unter den Füßen. Hier ist jetzt das Waldstück zu sehen, das wir gerade durchkreuzt haben. Dieses Holzgebäude ist der Eingangsbereich des Seebades. Dadurch, dass es sich um einen Moorsee handelt, ist das Wasser eben trübe und dadurch schon ab Mai beschwimmbar, sozusagen. Madita hat bei mehreren Zahnsanierungen viele Zähne verloren, was das Grasen nicht gerade besonders einfach macht. Ein kurzer Blick auf den angrenzenden Campingplatz. Bänke zum Verweilen und Stege zum einfachen Seeeinstieg findet man immer und überall um den See herum. Vogelhaus, Entenhaus, Menschenhaus. Unser Rundgang ist jetzt hier beendet und wir fahren mit vollem Durchblick zum nächsten Spot.
Ein Künstler aus der Umgebung zeigt hier seine Arbeiten und ja, sieht ganz spannend aus, wollte ich euch nicht vorenthalten. Weiter geht's zum Ebener Moor. Das Landleben muss geboren sein. Unten ist ein Campingplatz. An diesem Campingplatz vertreten wir und die Hunde uns kurz die Beine und schauen uns ein wenig um. Pflücken von Seerosen, Mitführen von Hunden sowie Radiospielen strengstens verboten. Bei so viel freundlichen Freiheitsgedanken hauen wir lieber ab. Mit dem Blick zum See denke ich zum Abschied leise Servus und wir machen uns auf die Heimfahrt. Wenn man seine Fantasie spielen lässt, ist man in einem schottischen oder norwegischen Fjord und hat das einmalige Erlebnis, Wale zu sehen. Und hier verrottet die Beobachtungsstation. Wenn euch grundsätzlich Camping interessiert, wenn euch Vanlife interessiert, Roadtrips, schöne Umgebung, im Moment noch Österreich, aber durchaus auch europaweit. So ab und zu machen wir auch so wie heute so kleine Ausflugstipps. In der Nähe von Salzburg sind wir jetzt momentan unterwegs. Und ja, wenn es euch interessiert, dann schaltet wieder ein bei uns. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und hoffen, wenn es euch Spaß gemacht hat, dass ihr einfach uns abonniert. Der Daumen darf nach oben gehen. Ja, feiert das Leben. Ja. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Sprich deine letzten Worte. Meine allerletzten Worte. Das wird es nicht sein. Gut, du mich kennst. Kotzt du dich da aus? Wir haben Themen wie Camping, Vanlife, Roadtrips. Erstmal jetzt, solange wir noch mit Corona unterwegs sind, in Österreich. Ja, wir danken euch sehr, dass ihr mitgekommen seid und hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet. Also wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Spaß mit uns hattet, so wie wir mit uns, dann schaltet einfach wieder ein. Ach, Buseline, du bist einfach eine Buseline. Abonniert uns einfach, dann sind wir regelmäßig bei euch im Bildschirm. Sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.